Es ist keine Zauberei, auch wenn man dem schwarzen Müller einst magische Kräfte nachsagte, sondern viel Fleiß, Schweiß und Arbeit, die von den Vereinsmitgliedern und den zahlreichen Unterstützern noch einmal investiert wurden, um erneut diesen Kraftakt zu stemmen. Jetzt ist es fertig und man kann es stolz präsentieren, das Bresernhaus. Mit dem Haus wollen wir dem Sorbischen, dazu gehören die Trachten, die Sprache, das Brauchtum, wollen wir eine Heimat geben. Und dieses Haus, in diesem Haus sollen diese Sachen, soll man diese Sachen erleben, sich anschauen können. Das zum einen. Zum zweiten soll es ja, so die Heimat auch oder Ausgangspunkt für unsere Kinder- und Jugendarbeit werden. Und zum anderen wollen wir auch so eine Information, Besucherinformationen hierher hineinbringen, wo der Besucher sich, wenn man sagen, am Wochenende in der Woche orientieren kann, Fragen stellen kann. Vor allem Antworten auf Fragen von Kindern und Jugendlichen will man künftig in speziellen Workshops und Veranstaltungen geben können. Zur Kinder- und Jugendarbeit liegt uns natürlich am Herzen. Ich will mal sagen, dass wir nicht irgendwie allgemeine Sachen machen, sondern wir wollen schon spezielle Sachen machen, sag mal, die mit dem Kirchkreis, mit dem Verlauf im Jahr zu tun hat. Da sind wir jetzt gerade in der Osterzeit. Zum Beispiel ist das Thema Ostern ein wichtiger Punkt. Die Vogelhochzeit gehört Anfang des Jahres dazu. Die Kirmes, das Maibaumwerfen, Zampern, das sind alles so eine Sachen, die wir den Leuten oder den Kindern hier eben vermitteln wollen. Und das ist unser Schwerpunkt. Weiterer Schwerpunkt, das Sammeln von Schriftstücken rund um die Krabbertsage. Dafür steht ein extra eingerichteter Raum in dem Gebäude zur Verfügung. Wir nennen den Literaturwerkstatt und in dem Raum wird man nicht nur Bresern, Juri Bresern sehen können, erleben können oder Bücher von ihm lesen können, sondern Preußler gehört genauso dazu, Mürtchen Novak Neumann, Martin Neumann. Es wird über die Jahre oder sich eine Sammlung an Büchern entwickeln von all den Schriftstellern und jemand, der interessiert ist, kann dann hierher kommen und ich will mal sagen, sich die Breite dieser literarischen Werke sich anschauen können. Anschauenswert sind auch die Gebrauchsgegenstände und Möbel, die von den Vereinsmitgliedern aus allen Ecken der Region herangetragen wurden. Denn die sollten schließlich auch zum Haus passen. Dieses Haus hat ursprünglich in Teilen in Dubrin gestanden. Unser Ziel war es eigentlich damals gewesen, wo wir das abgetragen haben. Das war, glaube ich, 2012 oder noch eher, haben wir begonnen, in Dubrin im Ortsteil von Wittchenau das Haus abzutragen. Wir haben es aufwendig mit vielen Transporten, die ganzen Steine, die Balken, alles hierher hergefahren. Wir haben dann aber doch über die Jahre festgestellt, weil es auch einfach in Teilen zu lange gelegen hat, dass wir nur noch, wenn man sagen, einen Bruchteil von dem, was wir damals zurückgebaut haben, hier verwenden können. Was wir verwenden konnten, sind die Dachsteine auf dem Haus, das sind die Originalen, die Ziegelsteine, die wir jetzt in den Fußboden hier eingesetzt haben, das sind die Originalen. Der Empfangstresen ist aus den Balken von dem Haus gemacht, aber sonst muss man auch ganz deutlich sagen, in Großteilen muss man neue Materialien verwenden. Aber wir haben darauf geachtet, dass dieses Haus eine Kopie dessen war, wie es in Dubrin gestanden hat. Ein Grund mehr also, den Koselbruch in Schwarzkolm mal oder mal wieder zu besuchen. Denn die Ideen gehen den Akteuren in der Krabbertmühle nicht aus. Und bereits ab dem Sommer will man die Besucher dann auch mit einem umfangreichen kulinarischen Angebot verzaubern. Ganz ohne Magie, sondern mit den Kochkünsten eines gestandenen Gastronomen.